Episode 244 – Wichtigkeit von Schnittstellen für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Kaizen2Go – Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Timo Limbach bei mir im Podcastgespräch. Er ist Senior Sales Manager bei Axon Ivy für Deutschland. Hallo Herr Limbach. Hallo Herr Müller. Klasse, dass Sie dabei heute sind. Ich habe schon einen halben Satz zu Ihnen gesagt, aber stellen Sie sich gerne den Zuhörern noch mal in 2-3 Sätzen vor. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite aus für die Einladung. Ich selber bin Wirtschaftsingenieur, verheiratet, 3 Kinder und habe über die verschiedenen Stationen im Industriebereich, Sondermaschinenbau, EMS-Dienstleister, Hard- und Software, jetzt Anfang des Jahres tatsächlich den Weg zu einem reinen Plattformanbieter gefunden, der den Bereich der, ich sage jetzt mal Digitalisierung, den ich seit 6 Jahren verfolge, eigentlich ganz toll bei den Kunden platzieren kann mit einer ganz spannenden Plattform, die eigentlich ganz, ganz viele von den heutigen Themen in Unternehmen lösen kann. Ja, und wo Sie sagen Plattform als Begriff, da kommt mir definitiv auch nochmal unser Thema heute, nämlich Schnittstellen für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen in den Sinn. Ich glaube, das ist ein so ein zentrales Merkmal von Plattformen, dass sie eben in irgendeiner Umgebung existieren und dazu natürlich Schnittstellen brauchen. Das heißt, so ein bisschen zum Einstieg die Frage nochmal ganz konkret, weil es, glaube ich, viele Schnittstellen gibt und jeder hat so sein eigenes Bild von Schnittstellen. Über welche Art von Schnittstellen reden wir jetzt? Ja, ich würde es tatsächlich ganz allgemein fassen. Im Endeffekt über Mensch-Maschinen-Schnittstellen, über an dem Falle dann klassischen Benutzerschnittstellen, also wie komme ich auf die Systeme, welche Oberflächen habe ich, und daraus resultierend dann an und für sich, wie kann ich so etwas dann automatisieren? Da kommen dann Begriffe wie REST-API, SOAP etc. Ja, da wird es dann sicher sehr, sehr technisch, aber ich glaube eben dieser Schnittstellenaspekt Mensch-Maschine sowieso, wo ja im Grunde zwei Welten aufeinandertreffen. Mir kommt dann noch so ein Begriff wie der Papierschnittstelle in den Sinn. Ja. Die unter Digitalisierungsaspekten immer sehr spannend ist. Und ganz genau. Ja. Also auch da sehen wir ja heutzutage, und das fand ich eigentlich immer das Spannende zu beobachten, irgendwo wachsen ja diese ganzen Software-Systeme in den ganzen Unternehmen. Es gibt immer Sonderlösungen für alles und im Endeffekt verbindet in vielen Unternehmen heutzutage diese Software-Silos, wie ich es immer ganz gerne nenne, eigentlich der Mensch. Ja, und das ist dann teilweise ein bisschen schwierig. Ja, so von einem Excel ins nächste und so weiter und so weiter. Genau, ja. Bis hin zu den Geschichten, und da kommt mir eine andere Episode spontan mit in den Sinn, bis hin zu eben der Schatten-IT, von der die IT im Grunde gar nichts weiß, wo in den einzelnen Abteilungen halt irgendwas hingebastelt wird, weil man ein gewisses Defizit hat, weil man irgendwas braucht und keiner gibt es einem. Ganz genau. Gut, jetzt nochmal ein bisschen spezieller auf die Schnittstellen geguckt. Ich glaube, ein paar Aspekte waren schon dabei. Was charakterisiert diese Art von Schnittstellen, über die wir jetzt heute reden? Ja, also wir haben, wenn ich es mal so sage, auf der einen Seite die Mensch-Maschine-Schnittstelle, so wie wir gerade schon gesagt haben. Wir füllen irgendwelche Daten von einem System ins andere. Das können heute Roboter machen. Ja, da gibt es tatsächlich schon Lösungen für. Aber die große Anforderung ist an und für sich, wenn man sich das tatsächlich nochmal anschaut,
Was passiert zum Beispiel bei einer Fusion von kleinen Unternehmen? Ja, dann hat das eine Unternehmen das Warenwirtschaftssystem in dem einen System gemacht und das andere in dem anderen und plötzlich hat man 4, 5, 6, 7 verschiedene Systeme, die alle ihre Berechtigung haben. Und dann geht es eigentlich darum, wie kann man die wirklich miteinander vereinen? Und es ist tatsächlich erschreckend, was heutzutage der Mitarbeiter leisten muss. Also da werden häufig Zahlen von bis zu 15 verschiedene Systeme, die am Tag im Wechsel benutzt werden müssen. Mhm. Und das, ja, was resultiert daraus? Das ist ganz klar, das sind menschliche Fehler, Frustrationen, Fehleingaben etc. Ja. Und ja, das sind. Im Grunde muss er es ausbaden. Genau, genau. Ja. Und er kann meistens die Tragweite gar nicht spüren, sondern sagt, naja, okay, das haben wir ja schon immer so gemacht. Das ist immer so der Klassiker. Ja. Wir exportieren aus dem einen Programm, versuchen es irgendwo zu importieren, ziehen dann wieder die Felder richtig, schauen, dass Dupletten raus sind. Das sind so ganz gängige Themen, selber schon erlebt in Unternehmen, wo man sich dann manchmal so ein bisschen an den Kopf greift. Ist das wirklich die moderne IT, wie wir sie leben wollen, in einem hochtechnologischen Unternehmen? Ja, ja, und ich glaube, eine Herausforderung ist auch, diesen idealen Punkt zu erkennen, wo jetzt eine Mediationsinstanz, möchte ich es mal nennen, außerhalb der menschlichen zwei Hände und dem Hirn, das irgendwo noch zugange ist. Ab welchem Punkt lohnt es sich? Oder sagt man jetzt halt, wenn ich das jetzt halt abtippe, dann tippe ich es halt mal ab. Und dann aber irgendwann gewöhnt man sich wieder an Dinge und dann tippt man es bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag im Extremfall ab. Das ist der eine Punkt. Und wenn man das dann aber potenziert auf die Anzahl der Mitarbeiter, die das tagtäglich machen, das ist dann wirklich Verschwendung von Ressourcen im kriminellen Stil in Unternehmen. Das muss man einfach mal so auf den Punkt bringen. Ja, und ein Stück weit, glaube ich, meine jetzt im Lean-Kontext verwenden wir gerne den Begriff Respect for People, also Respekt gegenüber den Menschen. Im Grunde, wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, ist es eigentlich auch respektlos, den Mensch hier als Datentransportmedium zu missbrauchen. Seine Lebenszeit. Schlichtweg. Er macht Arbeiten, die ihm eigentlich nicht würdig sind. Einfach würde ich so hart sagen. Also ein ganz konkretes Beispiel vielleicht. Ich habe eine Firma, die für jeden Einstellungsprozess 3 E-Mails schreiben müssen an verschiedene E-Mail-Verteiler und dann auch noch diesen E-Mails nachzutelefonieren, um dann auch noch zu fragen, wann denn diese Aufgaben erledigt sind, die in diesen E-Mails stehen. Und das ist, das brauche ich nicht weiter auszuführen, das kann man sich vorstellen, was da für Ressourcen auf der, also wirklich verbrannt werden in den Unternehmen. Ja. Und da ist dann auch das Stichwort Burnout, Überarbeitung etc. ein Thema. Das ist ganz klar. Ja, weil es ja in vielen Fällen die verantwortlichen Menschen gar nicht auf dem Schirm haben, dass die Mitarbeiter mit solchen stumpfsinnigen Dingen unter Umständen belastet werden. Und dann eben, man nimmt halt an, ja, das trägt ja nicht zur Auslastung, zur Arbeitsbelastung bei und dementsprechend wird es nicht mit eingeplant, aber die Menschen müssen es trotzdem tun. Ich nehme dann immer ganz gern das Beispiel, das ist einfach über die Zeit hinweg in vielen Unternehmen zum echten Problem geworden. Früher war es nicht so, sag ich mal. Da hat man vielleicht nur ein E-Mail geschrieben, weil man eine E-Mail an einen IT-Administrator gereicht hat und man wusste, es ist erledigt. Und heute ist das dann die Parkplatzverwaltung und die Zugangskarten und die Versicherungsan- und Abmeldungen etc. Und das ist einfach gewachsen. Mhm. Und da muss man manchmal vielleicht sich so ein bisschen herausnehmen aus diesem täglichen Prozess und sagen, ist das wirklich zeitgemäß, wie ich es hier tue? Und im Endeffekt, man kann auch andere Beispiele nennen wie Skonti, das ist auch ein ganz klassisches Beispiel, werden nicht gezogen bei einer hohen Anzahl von Unternehmen, weil der Freigabeprozess der Rechnung zu lange dauert.
Ja, das ist Geld. Das ist ganz einfach. Das ist Geld. Massives Geld, was dort verschenkt wird. Genau, und das ist im Grunde ja Geld im Einkauf und da gibt es ja diesen alten Spruch, jeder Euro im Einkauf schlägt eins zu eins auf meine Bilanz durch und hier natürlich erst recht. Ja, ja. Gut, wenn wir jetzt ein bisschen mehr Richtung IT-Systeme gucken und wie gehen die mit den Dingen um, außer jetzt einfach den Mensch zu missbrauchen, ja. um dann wieder auf den Aspekt Schnittstellen wieder zentral zu kommen. Da fällt mir eigentlich das ein, häufig folgen die Prozesse den bestehenden Systemen und nicht andersrum. Ja, das heißt also, häufig wird einfach ein Prozess, der eigentlich anders gehört und anders korrekter wäre, falsch gemacht aus unternehmerischer Sicht, weil das System es so erzwingt. Ne? Also klassisch irgendwelche Excel, klassisch irgendwelche Exporte, so wie wir es eben schon mal hatten. Und das ist dann einfach nicht der richtige Weg. Und auf der anderen Seite muss man ehrlicherweise sagen, streben sehr, sehr viele Systeme zu einer All-in-One-Lösung. Das beobachten wir auch immer wieder. Das will jetzt da gar keine Namen nennen. Jeder kann sich das vorstellen, dass die großen Systemhäuser eigentlich anstreben bei den Lösungen für die Unternehmen, dass alles, also vom CRM, Material, Logistik, Bestellung etc., Human Resource, alles möglichst ein System macht. Funktioniert aber nicht. Funktioniert ganz schlicht und ergreifend aus dem Grunde nicht, weil wir sprechen hier nie von einer grünen Wiese oder von einer idealen Welt. Wir sprechen, so wie ich eben schon meinte, im Normalfall von Unternehmen, die gewachsen sind oder fusionsbedingt einfach viele, viele verschiedene Systeme haben. Mhm. Was folgt daraus? Die großen Systeme streben danach, eine Alleinherrschaft, nenne ich es jetzt mal ganz böse, in einem Unternehmen zu haben. Klappt aber nicht. Und sie bieten keine Schnittstellen an oder wenig Schnittstellen. Und das akzeptiert wiederum aber der heutige Kunde nicht mehr. Der Kunde ist heute anspruchsvoll. Da fallen mir Themen ein wie Best of Breeds, stufenweise Hybrid, Cherrypicking. Das erwartet der Kunde heutzutage. Und da stoßen dann ja wirklich Welten aufeinander. Mhm. Weil er ja möglicherweise weiß, wie seine Prozesse funktionieren und er sich dann halt das System aussucht primär, in diesem kleinen Element vielleicht, wo halt am besten zu seinem Prozess passt. Ja, aber meistens nur in einem Teilprozess und dann ist man genau bei den Schnittstellen wieder. Ja. Und das ist, ich sag mal ganz, ganz einfach, da fehlt dann die Akzeptanz auf der einen Seite bei dem Softwarehersteller, der sagt, okay, der möchte dieses Modul nicht von mir, deswegen muss ich ihm Schnittstellen anbieten. Mhm. Das macht er nicht. Und das ist halt dann genau der Ansatz, dass dieser Klebstoff, diese verbindenden Plattformen, wie halt jetzt auch von der Axon Ivy einer angeboten wird, genau das macht, wo einfach dann der Firma diese Autarkität überlassen wird, zu sagen, ich möchte Human Resource Bereiche mit der Software machen, Materialbeschaffung mit der Software, Urlaubsverwaltung mit der anderen Software und ich kann das dann alles vereinen, ohne dass ich diese Medienbrüche habe. Ne? Und ich glaube halt, und das ist ja auch die Überschrift über unsere Episode heute, speziell wenn ich dann digitalisiere, um zu automatisieren. Sonst Digitalisierung machen wir ja im Grunde schon seit Jahrzehnten, aber was jetzt halt, glaube ich, dazu kommt, ist dieser Aspekt Automatisierung. Und dann wird es ja plötzlich unheimlich wichtig, weil der Mensch halt kein Automat ist, der bisher die Schnittstelle gebildet hat. Genau. Und da kann der Mensch dann optimal unterstützt werden in diesen ganzen Fleißarbeiten.
Ja, also ich nenne nochmal das Beispiel mit, ich habe eine E-Mail geschickt und jetzt muss ich das irgendwie auf Wiedervorlage haben, dass ich meinen lieben Kollegen, meine liebe Kollegin in der IT-Administration jetzt jeden Tag nerve, ob jetzt im Active Directory der neue Kunde angelegt, der neue Mitarbeiter angelegt wurde. Und das kann ich natürlich optimal automatisieren, indem ich dann einfach einen Bericht bekomme, der Task ist es noch nicht erledigt, weil diese Middleware, nenne ich sie mal, immer wieder schaut im Active Directory. Der Mitarbeiter ist dort noch nicht angelegt, also ist der Task noch nicht erledigt. Ja. Jetzt haben Sie den Begriff gerade verwendet, Middleware, den habe ich mir hier auch ein bisschen auf meinem roten Faden für unsere Unterhaltung notiert. Und das möchte ich noch ein bisschen weiter vertiefen. Welche Rolle, vielleicht der eine oder andere hat den Begriff jetzt nur am Rande gehört, was man darunter versteht, unter Middleware? Ja, für uns ist das ist richtig, man muss das immer ein bisschen genauer erklären, wie man diese Vokabeln benutzt. Also für uns ist an der Stelle die Middleware der Übersetzer, der Vermittler, der Automatisierungspart zwischen den bestehenden Software-Systemen oder Software-Silos in einem Unternehmen. Ja, das heißt, diese Middleware kann aus einem SAP, aus einem Salesforce Daten hin und her schreiben und zusätzlich eine gewisse Automation und Logik hereinbringen. Ja. Übernimmt also ein Stück weit, höre ich daraus, eben auch die Rolle des Menschen. Genau. In Abläufen, im Grunde ja Automatismen. Ich meine, wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass halt ein Mensch die E-Mail liest und dann anhand von dem, was er da liest, was interpretiert, Buchstaben und Zeichen letzten Endes, und dann irgendwas anderes tut, ist das ja im Grunde auch nichts anderes wie ein Automatismus. Nur, dass da niemand den Mensch als Automat sieht. Und trotzdem hat eine Software, glaube ich, eine ähnliche Funktion. Genau, also das ist die, so wie Sie es so schön beschrieben haben, die einfachste Möglichkeit. Das ist dann so ein Roboter, Bots, RPA-Schlagwörter. Und man kann natürlich mit einer Middleware jetzt, wie wir sie anbieten, zum Beispiel noch viel mehr Intelligenz mit hereinbringen, dass dann tatsächlich, um nochmal bei dem Onboarding-Prozess zu bleiben, eben keine drei E-Mails an verschiedene Verteiler verschickt wird, sondern das, was damit bewirkt wird, das heißt also ein Ticket in dem Jira aufgemacht, ein Task für den IT-Mitarbeiter in seinem System kreiert, das würde ich sozusagen auf Mausklick machen können, ohne dieses Medium Mail mehr zu benutzen, weil da brauche ich ja dann wieder die ganzen Mensch-Maschinen-Schnittstellen. Jetzt könnte ich mir vorstellen, der eine oder andere sagt, ja, verstehe ich, aber ich weiß, dass meine Menschen halt das ja intelligent sind und sehr flexibel handeln können und vielleicht so ein bisschen entweder aktiv oder passiv im Kopf des einen oder anderen Zuhörers die Frage entsteht, ja, funktioniert das bei mir auch oder bin ich nicht viel zu speziell? Und wie gehe ich dann, weil ich glaube, die große, was man unter Plattform, glaube ich, auch mit verbindet, ist eben diese Universalität einer Plattform, weil sonst würde ich es so nicht nennen. Genau. Das sind tatsächlich für mich zwei Fragen. Einmal, dass die Frage, passt eine Prozess- oder Geschäftsprozessautomatisierung für mein Unternehmen? Das muss man sich im Einzelfall anschauen. Selbstverständlich sollte man dort ehrlich sein, dass man einfach sagt, für ein Unternehmen mit 200 Mitarbeitern wird es wahrscheinlich wenig Skalierungseffekte dabei haben. Aber bei größeren Unternehmen, sag jetzt mal, die Erfahrung zeigt, Größenordnung 700 Mitarbeiter und größer, ist es eigentlich klar, dass wir dort Systeme oder Prozesse vorfinden, die sehr, sehr häufig und immer identisch ausgeführt werden.
oder ausgeführt werden müssen. Und der zweite Teil der Frage war ja in dem Bereich der Plattform. Was heißt Plattform? Das benutzen wir ganz bewusst, dieses Wort, weil wir haben damit dann nicht nur die Vereinheitlichung gemeint. Das heißt also, wir haben wirklich nur noch eine Oberfläche, egal woher die Daten kommen. Das heißt also, nach Benutzung der Schnittstellen kann ich dann mit einer einheitlichen Oberfläche arbeiten, was wiederum der Mitarbeiterzufriedenheit und der Einfachheit zugutekommt. Ich habe des zweiten großen Vorteil, ich kann auf allen Devices diese Lösungen anbieten. Ja, das ist auch ein ganz klarer Must-Have heutzutage für alle Mitarbeiter, also für moderne Mitarbeiter, die einfach sagen, diese Anytime, Everywhere, Any Device Mentalität, das funktioniert auch deutlich einfacher, wenn man dort dann mit einer standardisierten Plattform arbeitet. Ist das dann der einzige Weg über Standards? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, der eine oder andere sagt, ja, okay, Standard, und jetzt haben Sie gerade erzählt drüber, der Prozess soll sich nicht der Software, soll nicht der Software den Systemen folgen müssen. Und könnte mir jetzt vorstellen, der eine oder andere sagt, ja, Moment, jetzt haben Sie aber erzählen Sie ja gerade das Gegenteil von dem, was Sie vorhin gesagt haben. Dann war es vielleicht ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Heutige Geschäftsprozessautomatisierung Automatisierung, Digitalisierung funktioniert ja so, dass im ersten Schritt wir uns zum Beispiel mit dem Unternehmen über die Prozesse unterhalten. Mhm. Und an der Stelle wird dann häufig auch, das sind häufig sehr lustige Meetings, Sie wissen schon, worauf ich hinaus will. Ja. Da ist dann häufig eine große Diskrepanz zwischen, was jemand glaubt, wie etwas gemacht wird und wie es tatsächlich in der richtigen Welt aussieht. Und dann hat man schon einen ganz wesentlichen Schritt erreicht, weil dann sind wir nämlich genau an dem Punkt. Dann werden jetzt erstmal die Traumprozesse, so wie es heute gemacht wird, vielleicht wird, während man sich darüber unterhält, sogar festgestellt, Moment, das könnten wir ja sogar noch genialer machen. Einfach mal so Brainstorming. Und dann können diese Prozesse, weil wir uns eben nicht mehr an irgendeine Software lehnen müssen, die das eventuell gar nicht kann, irgendeinen Wert von A nach B, weil es in einem anderen Format ist oder wie auch immer. Und dann können wir uns dieser klassischen Mittelware, wie zum Beispiel von uns halt dann bedienen und sagen, pass auf, und dann bauen wir jetzt genau das nach, was ihr euch vorstellt. Und dann hat man genau den Prozess, dass wir sagen, die Systeme folgen dem, ich sage jetzt mal, kreierten Prozess, dem idealen kreierten Prozess von den Mitarbeitern. Ja, weil die sonst auch immer eine gewisse latente Tendenz da ist, nicht weil die das böse meinen, sondern weil sie im Grunde ja wissen, es geht anders besser, sich dann da irgendwas sonst zurechtbasteln auf Schwäbisch, um ihrem, ja, wie soll man das ausdrücken, ihrem Mangel, den sie wahrnehmen, in Kombination mit dem guten Willen, ja, sich da was zurechtstricken, wovon jetzt vielleicht klassisch eine IT gar nichts weiß, weil der Mitarbeiter halt oder die Mitarbeiterin sonst einfach ihre Tätigkeit nicht komplett richtig machen kann. Und da sind wir ja eigentlich schon an dem Punkt, der bisher noch ganz vergessen wurde, der wahrscheinlich aber später noch kurz kommt, ist ja, der Mitarbeiter selber ist ja eine ganz wichtige Rolle bei diesem ganzen Digitalisierungsprozess. Das Individuum steht da an erster Stelle. Und da geht es auch darum, von Anfang an mitzunehmen, die Mitarbeiter selber die Prozesse kreieren zu lassen, drüber sprechen zu lassen und eben nicht, dass ein Geschäftsführer, ein Teamleiter, ein Linienvorgesetzter oder was auch immer sagt, das muss so sein, weil ich habe das mal so gelernt. Das funktioniert heute nicht mehr. Ja.
Ja, oder weil er halt einfach in den allermeisten Fällen, ich will nicht 100% sagen, aber in den allermeisten Fällen halt von dem Thema dann mittlerweile aufgrund seiner Tätigkeit ganz normal einfach schon so weit weg ist, dass er halt nicht besser wissen kann, was da vor Ort passiert, wie die Menschen, die da vor Ort sind. Ja, manchmal vielleicht sogar ein bisschen, ein bisschen Angst, ja, dass sich das verselbstständigt hat über die Jahre hinweg, dass er da jetzt nicht mehr die Hoheit hat, ja, aber muss er ja auch nicht. Ja. Wobei man eben, glaube ich, insofern die Hoffnung oder die Illusion, weiß ich noch nicht genau, nehmen kann. In vielen Fällen hat sich verselbstständigt, weil es Genau. gute Gründe gibt, glaube ich. Genau. Weil ja keiner da morgens durchs Werkstor läuft und sagt, boah, heute verändere ich mal den Prozess, um ihn richtig schwierig zu machen. So, da kommt jeder rein und sagt, eigentlich will jeder eine gute Arbeit abliefern. Und der Prozess hindert die Menschen ganz oft. Die Systeme hindern die Menschen ganz oft. Exakt. Das ist genau der Punkt. Und ich glaube, das ist dann auch das Thema, wo Schnittstelle wichtig ist. Ja, wenn ich jetzt auch über so Dinge wie meinetwegen wie ein Swimlane-Diagramm, wo ich halt einzelne Rollen, Funktionen habe und dann sehe, dass es in dem Augenblick, wo ich die Bahn überschreite, gibt es eine Schnittstelle. Für die es ja ganz oft entweder einen guten Grund gibt, weil vielleicht das System das so erzwingt, oder dass man dann halt erkennt, ja, könnte ich auch ganz anders machen, wenn ich den Prozess neu gestalte, aber das System lässt es eben vielleicht nicht zu. Das heißt, und Sie haben es auch schon ein bisschen angedeutet, diesen Faktor Mensch und seine ja durchaus Kreativität, Dinge zu durchschauen, hier bei Schnittstelle auch eine ganz wichtige Rolle spielen. Genau. Also das ist auch ein Punkt. Ich sagte es ja eingangs, dass ich so seit vielen Jahren mich mit diesem ganzen Thema Digitalisierung beschäftige. Und ich bin tatsächlich über diese neuen Führungstheoreme dazu gekommen, ne, wo ich halt einfach festgestellt habe, das ist nicht mehr so wie vor 30 Jahren, dass der Big Boss alles weiß, sondern heutzutage funktionieren Teams anders. Und da sind wir dann genau an der Stelle, wo plötzlich ein Team zusammengestellt wird und gefragt wird, wie möchtet ihr das gerne tun? Das ist für viele Mitarbeiter auch komplett neu. Und wenn man die ein bisschen motiviert hat, dann kommen da ganz verrückte Sachen raus. Ja, meistens aber super fürs Unternehmen. Ja, verrückt, glaube ich, also zumindest habe ich es deutlich so rausgehört, verrückt im positiven Sinn. Also Absolut. verrückt, dass es ja ganz anders vielleicht gemacht wird, wie man es die letzten x Jahrzehnte gemacht hat, aber eben viel besser. Genau. Und manchmal scheint ja auf den ersten Blick dieses anders gleich verrückt zu sein. Aber das muss ja nicht unbedingt so sein. Genau, also genau, verrückt im positiven Sinne auf jeden Fall. Und was tatsächlich dort ein wesentlicher Punkt ist, dass die Mitarbeiter aus oder in diese kreative Rolle motiviert werden müssen, reinzugehen. Ja. Ja, speziell, ich könnte es mal vorstellen, wenn seit vielen Jahren bis Jahrzehnten eben genau das nicht gefragt war, diese Kreativität einzubringen, weil man gesagt hat, bah, jetzt habe ich mir eine tolle IT gekauft, tolle Systeme gekauft, jetzt möchte ich die Kreativität eigentlich gar nicht, vielleicht gar nicht haben und ursprünglich vielleicht sogar sinnvoll gewesen. Ich entsinne mich da eine Episode vor ein paar Wochen, Aspekt digitaler Taylorismus. Jetzt mal digital in Klammer gesetzt. Taylorismus hat ja vor 100 Jahren seine absolute Berechtigung gehabt. Wir wären heute, glaube ich, nicht dort, wenn wir den damals nicht gehabt hätten. Nur ob das jetzt so sinnvoll ist, den heute noch we so weiterzuführen. Ja. Also die Gut. Ansprüche sind heute viel zu hoch an Unternehmen, als dass man das eben nicht fördert. Also vielleicht noch ein Satz dazu. Wenn Sie heutzutage Human Resource Abteilungen fragen, was Studienabgängern
das Wichtigste ist, High Potentials abwählen, dann ist es Selbstbestimmtheit. Ja. Ja. Das muss man einfach wirken lassen und da muss man dann auch seine Firma drauf ausbauen, wenn man weiter wenn man weiter dort mit neuen Studenten versorgt werden möchte. Ne? Ja, ja, und wenn man halt die High Potentials vor allen Dingen anziehen möchte und nicht sie von jemand anders abgeworben oder überhaupt von anderen angezogen werden und für mich dann halt eher nur die, ist das ein bisschen blöd vielleicht im Kontext des Menschen, die Spreu übrig bleibt. Ja. Für mich als Unternehmen. Gut, jetzt würde mich so ein bisschen zum Abschluss noch eine Frage interessieren. Gerade wieder immer noch Faktor Mensch speziell. Wie gelingt es Ihnen als jemand, der jetzt einerseits sehr technische Systeme anbietet und aber, glaube ich, wie deutlich rauskam, verstanden hat, dass trotzdem der Mensch hier eine wichtige Rolle spielt, aber nicht jeder, wenn er Digitalisierung hört, in meiner Wahrnehmung, so Chaka Hurra schreit, weil zum Teil einfach auch Ängste da sind. Wie gelingt es? Was ist so Ihr Tipp zum Abschluss? Die Menschen, ich stelle die Frage ganz oft, weil es immer wieder neue Aspekte sind. Wie gelingt es, die Menschen da mitzunehmen, wie man immer so manchmal abgegriffen aussagt? Ja, also vielleicht fangen wir ganz kurz mit dem technischen Aspekt kurz an, weil das auch eine ganz wichtige Sache ist. Und das ist tatsächlich bei uns auch ein ganz großer Punkt, dass die potenziellen Kunden unsere Systeme komplett in Eigenregie betreuen können und die Prozesse selber kreieren können, weil wir dort einfach mit an etablierten Technologiestandards wie Java, BPMN arbeiten. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, was man in den Kundengesprächen häufig mitbekommt. Das ist denen ganz, ganz wichtig, dass sie verstehen, sie machen sich nicht abhängig von dem Unternehmen, weil man das Wissen in-house sehr, sehr einfach aufbauen kann. Mhm. Und der zweite Punkt ist tatsächlich, so wie ich es eben schon mal versucht habe, so 2-3 Mal anzudeuten, tatsächlich von Anfang an die wirklichen Operator, die wirklichen Mitarbeiter, die dann tagtäglich von diesen Prozessen betroffen sind oder mit diesen Prozessen arbeiten, mit ins Boot zu nehmen und denen vor allen Dingen eine Stimme zu geben. Nicht einfach mitzunehmen, in ein Meeting reinzusetzen, sondern zu sagen, wir brauchen jetzt euren Input. Ja. Und da kommt man dann natürlich selbstverständlich in diese ganzen neuen Führungstheoreme, sage ich jetzt einfach mal so, auf Augenhöhe, intrinsische Motivation und diese ganzen Themen. Und da sind wir dann ganz weit weg von der Technik, sondern da sind wir dann tatsächlich bei Personalführung. Ja. Das ist heutzutage wichtig. Bin ich total bei Ihnen. Ist im Grunde Wasser auf meine Mühlen oder Wasser auf die Mühlen jeden Menschen, der sich mit Lean und Co. beschäftigt. Ja. Nicht umsonst eben, wie schon mal angedeutet, gibt es da das Prinzip Respect for People. Ja. Die den Menschen nicht irgendwie als Teil eines Automatismus zu verstehen, sondern ihn als die denkende Instanz zu verstehen, der mit seiner Kreativität, mit seinem Denken im Grunde heute definitiv immer noch jeder Maschine überlegen ist. Mit seiner Problemlösungsfähigkeit vor allen Dingen. Absolut. Das hat, genau wie Sie sagen, das ist Wertschätzung, das ist auf Augenhöhe, die Menschen respektieren und einfach als Mensch dort als ganz wichtigen Bestandteil vom Großen und Ganzen zu sehen, ja, und auch zu initialisieren. Ja. Prima. Ich fand das wieder, an der Stelle wiederhole ich mich zum Schluss immer, ich fand es wieder eine sehr spannende Episode, wo eben ein vermeintlich rein technischer Aspekt zum Schluss immer wieder ganz deutlich der Faktor Mensch rauskommt und man ihn berücksichtigen sollte, muss meiner Ansicht nach,
um letzten Endes zum Erfolg zu kommen. Deshalb, Herr Limbach, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für die interessanten Einblicke, für das Gespräch insgesamt. Vielen Dank, Herr Müller, auch von meiner Seite aus. Hat mir Spaß gemacht. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Timo Limbach zum Thema Wichtigkeit von Schnittstellen für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 244. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.